Die Türkei, der Iran und der Katar sind die offizielle Unterstützer des Terrorismus in der Region und wollen Jerusalem zerstören. Und Erdogan hat einen verdächtigen Deal mit Tel Aviv. Der Iran tauscht die arabischen Stadt mit dem Sorgen Tod an Israel und die Tamim betrogt Palästina durch verdächtigen Beziehungen zu Besetzung. Im Laufe der Jahre hat uns die palästinensische Sache viel geoffenbart. Manchmal die Schwäche der arabischen Nation und ihre Meinungsverschiedenheit offenbart. Aber das Gefährlichste ist, dass Händler uns das Leben der Palästinenser aussetzen. Und die Türkei, Katar und der Iran haben Palästina schon lange für persönliche Interessen genutzt. In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wetten die verdächtigen Beziehungen des Präsidenten von Katar zur Unterstützung des Terrorismus in der Region Tamim bin Hamad al-Thani mit Tel Aviv. Aber sie unterhalten das Ausmaß ihrer Ausbeutung der palästinensischen Sache, verstärkten sich hinter falscher Bemütigten der Führer dieser Länder, um das Blut der Märtyrer des palästinensischen Volkes, das im Lande des arabischen Jerusalems angekommen war, auszunutzen, um ihre Interessen zu dienen. Die arabische Welt vergaß die berühmte Sätze der türkischen Präsident nicht, wenn er als Ministerpräsident war und zog sich wegen eines scharfen Streites mit dem ehemaligen israelischen Präsident über die Probleme des Gazastreifens aus dem Stützpunkt zurück, aber kehrte zurück und rettet israelische Siedlungen vor Feuer und die Folter mit Tel Aviv viele verdächtige Geschäfte.